Lack ist das geil da oben. Okay, heute möchte ich euch von meinem Jauchzer hoch oben auf dem Rofaien erzählen. Ein wunderbarer Berg auf 2078 Meter mit einer traumhaften Aussicht. Man kann mit dem Zug nach Sisikon oder mit dem Auto der Axenstraße entlang bis nach Sisikon, und ich bin dann mit dem Auto hochgefahren bis nach Riemenstalden. Und das ist schon das erste Abenteuer, eine sehr kurvenreiche, enge Straße, wo es Hochwasserverbauungen hat, wo man mit dem Auto in der Straße so hoch, dann sieht man nichts, wieder runter und dann wieder hoch. Das hat es ungefähr dreimal. Aber das macht Sinn, weil dort kommt schon zum Teil sehr viel Wasser, und das ist besser, wenn sie das so machen. Jetzt die Wanderung habe ich gestartet in Riemenstalden, wie gesagt. Das ist rund auf 1000 Meter Höhe. Und von dort geht es dann ziemlich gleichmäßig hoch und bis auf 2078 Meter. Diese Wanderung von dieser Seite ist eigentlich bis 150 Meter vor dem Gipfel normaler Wanderweg, also rot-weiß. Man könnte aber auch von Flüelen her hochwandern, und diese Wanderwege sind dann alle blau-weiß, und hier nur der letzte Teil ist blau-weiß. Aber ja, es sollte eigentlich für jedermann gehen, wenn man ein bisschen vorsichtig ist. Wie gesagt, wunderschöne Wanderung mit einer traumhaften Aussicht. Schaut euch die Bilder an. Ich denke, es wird euch gefallen. Wenn ihr mal im Wald an einem lauschigen Plätzchen übernachten möchtet, wo ihr sicher geschützt seid, habe ich da was für euch. Kurz nach 6 Uhr. Man sieht hier jetzt Richtung Fronalbstock. Selisberg sieht man auch. Tolle Morgenstimmung. Hier sieht man die Alpen, und von hier geht es hoch zum gleichnamigen See. Er muss irgendwo da oben sein. Also gehen wir los. Komme ich. Wunderschöner Weg, so ein bisschen eingelassen in der Wiese. Da geht es hoch. Ungefähr noch 250 Höhenmeter. So, hier links sieht man den Niederbauernkulm. Dort war ich auch schon oben, habe dort auch schon übernachtet. Hier in der Mitte ist jetzt die Rigi. Vor mir nun das letzte Teilstück. Ich glaube, das schaffen wir auch noch. Aber ein Blick zurück lohnt sich auch. Schaut mal. Unglaublich, man sieht bis nach Luzern. Und hier die
die beiden Mieten, im Vordergrund der Große und hinten der Kleine. Einfach traumhaft. Und das kurze Stück hier ist blau-weiß, aber eigentlich nicht so schlimm oder schwierig. Aber einfach nur herrlich. So, ich bin oben angekommen und werde jetzt zuerst einmal frühstücken. Und das mit einer Aussicht, die schöner nicht sein könnte. Fangen wir hier an. Ich weiß gar nicht, wohin schauen. Es ist einfach wunderschön. Die Seile, die ihr hier seht, ist von dem großen, riesengroßen Kreuz auf der Bergspitze, das jetzt dann gleich ins Bild kommt. Boom. Unglaublich. Wie ihr seht, kommen langsam die vorhergesagten Wolken. Und das heißt für mich, ich werde wieder runtergehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit dem Video. Wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt, abonniert doch meinen Kanal. Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Habt ihr noch Fragen? Dann schreibt sie mir in die Kommentare und ich werde sie euch beantworten. Das war's für dieses Mal. Bis dann und tschüss. Lecker ist das geil da oben. Yeah!